Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Loretta Hickman, Ihr Mission Coach. Und wir befinden uns hier mitten in der Videoserie 12 gute Gründe, warum es wichtig ist, die eigene Lebensaufgabe, die eigene Mission zu kennen. Und hier kommt Grund Nummer 1. Und Grund Nummer 1 ist Bewusstheit. Wenn wir nicht bewusst entscheiden, welcher Kontext unser Leben gestaltet, Kontext heißt in dem Fall das Gefüge aus Werten, unseren Gaben, Talenten, Fähigkeiten, unserer Individualität, wie wir Liebe ausdrücken und unserer positiven Vision für uns selbst und die Welt. Ja. Wenn wir nicht diesen Kontext bewusst entscheiden, werden wir komplett von unserem Unbewussten gesteuert. Das bedeutet, alle Schmerzen, Traumata und Prägungen der Vergangenheit sind präsent, inklusive sämtlicher Strategien, diese zu vermeiden. Also die Schmerzen, die Zurückweisungen, das nicht gesehen werden, das abgelehnt werden, das. Sie wissen, was ich meine. Unser Unbewusstes hat bei jedem dieser kleinen blauen Flecken und Beulen eine kleine Strategie entwickelt, wie das ab sofort vermieden werden kann. Das bedeutet, wir sind immer noch unterwegs mit einer sehr lebendigen, in den Zellen abgespeicherten Erinnerung an dieses Aua, zusammen mit der Vermeidungsstrategie, was andere Menschen daran hindern soll, uns dieses Aua erneut zuzufügen. Je mehr es davon gibt, umso weniger sind wir selbst. Das heißt, wenn wir nicht bewusst entscheiden, reagieren wir unbewusst mit unserer Vergangenheit auf die Vergangenheit, aber in der Gegenwart. Wir reagieren in der Gegenwart mit unserer Vergangenheit auf die Vergangenheit. Was ist das Blöde dabei? Das Blöde dabei ist, dass wir erstens die Gegenwart fehlinterpretieren, nämlich mit unserer Vergangenheit, und zweitens damit die Gelegenheiten, Möglichkeiten und Einladungen verpassen, die die Gegenwart, die übrigens meistens viel freundlicher ist als unsere Fehlinterpretation, die ja auf den Schmerzen der Vergangenheit beruht, dass wir die Einladungen verpassen, das aus uns herauszubringen, diesen unauswechselbaren Beitrag hinzuzufügen, das in die Welt oder ins Leben zu tragen, was in uns ist. Denn letztlich, das ist meine Erfahrung, bietet jede Situation, jedes Ereignis, jeder Moment in unserem Leben die Möglichkeit und die Gelegenheit, genau aus diesem inneren, wesentlichen Kontext etwas beizutragen, dadurch mehr davon selbst zu werden und mehr davon in der Welt zu haben. Und das ist das Blöde dabei. Und deswegen ist guter Grund Nummer 1, die eigene Mission zu kennen, ist Bewusstheit.